Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe vor einigen Tagen darüber berichtet, wir kriegen eventuell am 11. August nochmal ein Event, so kurz vor Season 6, und Respawn hat es gestern bestätigt, am 11. August um 19 Uhr für tatsächlich nur eine Woche das Event, ein Auszug aus dem Grand Soiree Event, was wir in Season 3 hatten. Das ging 2 Wochen und wir haben alle 2 Tage einen neuen Spielmodus bekommen. Und das war einer der beliebtesten, und zwar, ich blende es euch ein, der Always Be Closing Modus. Wer nicht weiß, wie der funktioniert, die Zone fängt sofort an sich zu schließen und es gibt keinen rundenbasierenden Stopp. Das heißt, wenn die Runde zu Ende ist, beziehungsweise spätestens dann, wenn die Zone wirklich komplett zu ist, ist logischerweise auch die Runde zu Ende. Das sollte natürlich klar sein. Es gibt wieder einen Sondermodifikator wie im ersten Event von Season 5 mit dem Armed and Dangerous. Wir starten wieder mit einem Evo-Shield und mit einer Mosambik. Das soweit dazu. Jetzt würde ich gerne mal in den Kommentaren von euch gerne wissen, was war denn für alle, die zumindest das Grand Soiree Event gespielt haben, was war denn euer Favorite? Meiner war tatsächlich der Dummy-Modus, den fand ich ultra, ultra geil, weil da niemand Vor- oder Nachteile wegen der Hitbox hatte. Damit kam ich tatsächlich extrem gut klar. Was ich jetzt noch betonen wollte, das war nämlich meine Vermutung in einem der letzten Videos, als ich sagte, es wurde ein Event geleakt für den 11. August. Da dachte ich mir, Mensch, es gab doch noch nie ein Event, und hier lasse ich tatsächlich das Summer Sale Event mal außen vor. Für mich hat ein Event was mit einem speziellen Spielmodus zu tun. Ganz einfach, deswegen lasse ich das außen vor. Jedes Event ging mindestens immer 2 Wochen. Und da hatte ich ursprünglich die Theorie, vielleicht haben wir ja ein seasonübergreifendes Event. Jetzt haben wir ja erfahren, bis zum 18. geht's. Zerstört natürlich ein bisschen die Theorie von mir, Gott sei Dank, dass Season 6 nicht verschoben wird, weil warum sollte? Weil ursprünglich ist der Plan natürlich Season 6, 18. August, auch wenn es nicht bestätigt ist, aber der Battle Pass endet dort und die Season 5 im Allgemeinen. Also brauchen wir, denke ich, ich sag mal zu 90% oder 99% keine Angst haben, dass Season 6 jetzt vielleicht noch kurzfristig, wie so einiges in Season 4 damals schon, wegen Corona verschoben wurde. Jetzt noch ein ganz kurzer Shoutout in eigener Sache, denn ich habe ja jeden Season-Wechsel bis jetzt immer gestreamt, zumindest ab Season 2. Und ich möchte mal schauen, ob wir gemeinsam meinen persönlichen Stream-Rekord knacken können. Denn als ich von Season 4 und Season 5 hineingestreamt habe, auch statt so gegen 17 Uhr und 19 Uhr ging dann so langsam die Season los, hatte ich eine Spitze von 900 Zuschauern zeitgleich, über 300 Abonnenten in diesem Livestream habe ich neu dazu bekommen. Und am Ende des Streams waren es über 12.000 Aufrufe. Das war ein absolutes Highlight für mich bis jetzt in meiner Streaming-YouTube-Karriere, hast du nicht gesehen. Ich bin gespannt, ob wir das toppen. Natürlich danke an alle, die mich bis hierhin unterstützt haben. Ich hoffe natürlich, dass ihr dran bleibt. Ich hoffe, dass neue dazukommen. Auch die, die zum Season-Wechsel noch nicht dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich diesbezüglich weiter unterstützt. Habt ihr Bock, mich auf dem Weg zur 10.000 Abo-Grenze weiter zu pushen? Ich würde es mega geil finden. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Season-Wechsel. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Und natürlich könnt ihr auch erwarten, dass ich in Season 6 wieder eine Menge Videos raushaue. Patch Notes, neuer Battle Pass, also die ganzen Informationen dazu, die neue Legende, Tipps und Tricks, neue Waffe, hoffentlich eine neue Waffe. Wenn wir wieder keine neue Waffe kriegen, dann weiß ich nicht. Ich denke, dann wird es auf jeden Fall einen fetten Shitstorm geben. Ich kann mir vorstellen, die Enttäuschung zu Season 5, dass wir da keine neue Waffe bekommen haben, war sehr groß, und deswegen bin ich diesmal gespannt, ob das wieder gebrochen wird. Das Versprechen, dass wir eigentlich in jeder Season eine neue Waffe kriegen, das Versprechen gab es nämlich, wer das noch nicht wusste. So, jetzt aber genug gefaselt, nicht unnötig das Video in die Länge ziehen, das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal, natürlich wie immer den Daumen nach oben da lassen und das Abo, wenn ihr neu seid, ich würde mich sehr drüber freuen. Macht's gut.